Was? Fuck. Ich spielen gleich GTA, so wie es sich wahrscheinlich alle erwarten. Das Problem ist einfach, es ist nach GTA RP habe ich so Kopfschmerzen, Digga, und es ist so warm. Aber meine Brille ist halt einfach dirty. Ich lese sofort, warum du meinst, brauche eine neue Brille. Ich lese es sofort, sobald ich den Chat wieder lesen kann. Ich kann es literally nicht sehen. Ist zu weit weg. Ich kann es nicht sehen. Ist nicht lesbar. Dann gucken wir mal. Ich muss meinen GTA-Server-Konsum ein bisschen runterschrauben. Ich habe das Gefühl, ich speedrunne doch ein bisschen die Bannliste durch. Starlife. Hier werden Träume wahr. No Allow List. Das klingt gut. Auf Five City gebannt? Yes, gestern. Ich habe noch ein paar Waffles hier. Ein paar Waffles. Oh. Name ist Hans Devon. Starlife GTA Roleplay. Guter Track. Willkommen auf Starlife. Hier geht's ab. Wir kämpfen Gangs gegen Cops. Über alle andere Rollen hinter den Fenstern der Block. Das ist literally so bad. Ich glaube, das ist der erste Server, der den Track nicht auf Fiverr gekauft hat, sondern der Owner ist hingegangen und hat sich wirklich gedacht, so, ich mache jetzt einen Track für meinen Server. Den haben die niemals gekauft auf Fiverr. Niemals. Sowas Schlechtes kannst du nicht kaufen. Geht nicht. Einreisetest? Och nein. Oh, ich will keinen. Och Mann. Eine Ewigkeit später. Super gemacht. Abfahrt. Wir sind drin. Och nein, ich habe die Charaktererstellung weggeklickt. Och nein, ist das schlecht, Digga. Ohohoho, seht ihr das, was ich auch sehe? Das ist etwa ein M8? Das wäre ja schrecklich, wenn dieser M8 aufgesperrt wäre. Ah, super. Hat jemand gelernt? Oh. Es sind aber auch immer die Cop-Autos, ne? Das sind immer die Cops, die ihre Autos nicht absperren. Warum sind das immer die? Ich schwöre euch, die stellen die heftigsten Lappen ein. Ich wäre kein Cop. Was muss ich dafür tun? Eingestellt, sehr schön. Hallo. Hey, Kollege. Hey, ist eine Verkehrskontrolle. Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte rechts ranfahren. Einmal bitte vom Bike runter. Fahr weiter! Bitte einmal an den Hydranten stellen. Genau. Bitte einmal über die Straße laufen. Hände oben lassen, dass ich sie sehen kann. Nein, die andere Seite. Richtung Tunnel. Ach so, so rüber? Richtig. Weiter, sonst taser ich dich. Willst du getasert werden? Nein, ich frage nur, wieso sind sie? Haben sie keine Uniform? Sind sie nicht im Dienst? Ja, ist ein... Sagen wir ein Problem. Das ist Augenprobleme bei Ihnen. Nach links bitte, auf die andere Straßenseite, Richtung Tunnel. Und erst anhalten, wenn ich es sage. Narzisko und die... Oh Mann. Hä? Oh, Geld. Nice. Ach nee, warte, es ist ein Host. Sorry. Moin. Bei mir wurde jetzt hier gerade ein Dispatch geschickt. Von wem? Bei Tote. So, nicht, dass ich wüsste. Ich bin zwar auch gerade erst gekommen, aber... Bitte sagen Sie mir, Sie haben diese Autos abgeschlossen. Ich gehe mal davon aus, das war ein Suppenfall. Super. Ich würde mitfahren tatsächlich, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, kommen Sie mit rein. Ich gehe mal stark davon aus, dass Sie zur Bank wollen. Nee, ich wollte eigentlich nur ein bisschen mitfahren. Ach so, aber an der Bank ist nämlich gerade der Überfall. Oh, dann will ich auf jeden Fall zum... Ach, Moment. Dann hole ich mal schnell meinen Dienstwagen. Was? Ein Überfall. Da muss ich aber ganz schnell hin. Ach, verdammte Scheiße. Ich hab die Nagelkette übersehen. Oh, Mann. Ach, Scheiße. Verdammt nochmal. Ach, ich hab nicht hingeguckt. Ich hab's einfach übersehen. Es scheint ein krasser Überfall zu sein. Hier ist ja richtig viel los. Moin. Entfernen Sie sich. Bitte, ich bin gerade mit dem Dienstwagen gekommen. Ich hab die Nagelkette leider übersehen. Das steht jetzt da hinterm Berg. Entfernen Sie sich jetzt hier. Sofort. Entfernen Sie sich. Ja, aber ich Wenn Sie nicht bin erkennen, ja nur... Ich Sie festnehmen. Ja, okay. Ist ja gut. Oh, tschüss. Schönen Tag noch. Ja, okay. Tschüss. Der ist ja direkt auf 180. Ach, moin. Audi. Ja, war irgendwie scheiße mit dem Dienstwagen. Hab die Kette übersehen. Ich hab's gehört. Wer auch immer... Glückwunsch dafür. Sie sind nicht der Erste. Ja, also wer auch immer da oben steht, hat mich anhand meiner nicht vorhandenen Uniform halt nicht erkannt und mir direkt mit Inhaftierung gedroht. Deswegen bin ich hier. Oh. Wie ist denn Ihr Name? Scarlett. Scarlett. Darf ich du sagen? Natürlich. Du warst doch so schlau und hast den Wagen abgeschlossen, oder? Oh, oh. Oh, oh. Jetzt ja. Nicht gut. Oh, ich mach denselben Fehler nicht nochmal. Ich mach denselben Fehler nicht zweimal. Keine Sorge, ich fahr langsam, dass du nicht runterfällst. Ich fahr ganz langsam, Scarlett. Sie bitte stehen bleiben. Och, Mann. Warte, was? Hä? Warte, hä? Warum denn Modding? Warum denn Modding? Aber warum Modding? Warum Hacking? Wo hab ich denn gemoddet? Jungs, ich hab's probiert. Ich war dabei. Ich hab mein Bestes gegeben. Vergiss es. Ist mir egal. Nicht schlimm. Nächster Server. Ah, hier. Real-Life-Roleplay. Probieren wir das jetzt. Oh,
ich weiß, wo ich bin. Mm, das ist der Server, wo ich den Vargos beigetreten bin. Right. Ich erinnere mich. Wir sind immerhin gleich am Würfelpark, okay? Wir haben es fast geschafft. Und das sogar zu Fuß. Bro. Bro, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Digga. Ich habe jetzt alle Supporter auf dem Server angestupst. Mit Hilfe, ich falle durch die Map. Mal gucken, ob einer sich erbarmt und mir helfen möchte. Ja, danke schön. Wer auch immer es war. Oh, my fucking God. Digga. Dann quitte ich jetzt einfach und wir werden nicht hier spielen. Ach man, ist das schlecht. Black Widow Roleplay. Keine Allowlist und Anti-Cheat. Oh nein. Ey, hör auf zu hupen, du Dreckiger. Hör auf zu hupen. Oh mein Gott, ich werde ihn sowas von umbringen. Ich werde ihn sowas von knechten. Ah! Moin. Ach, mein Taxi. Oh, ey, stopp. Ach, komm, halt's Maul. Das ist mein Trick. Okay, komm rein. Okay, alles klar. Merke ich mir. Nö, ich will nicht mehr. Ich lauf jetzt. Was? Wow. Good job, Junge. Ach, da hinten kann man sich ein Auto mieten. Würfelpark, willkommen. Ist gut. Oh no. Doch. Weiß genau, was das hier wird. Die Chancen stehen sehr hoch. Ah. Ha, sag ich doch. Ach, scheiße, wir können gar nicht hier raus. Ach, komm. So schnell? Alles so schnell? Holy shit. Billy, lutsch meine Eier. Schlecht. Next one. LegendsV.cc. In-game Whitelist. Okay, das ist noch machbar. Verbrennen Sie. Das ist Legends Tree. Ganzen Tag am Farmen und somit ist uns das weiße sicher. Oh mein Gott. Er sagt sogar schon, ganzen Tag am Farmen. Wer hat Lust, den ganzen Tag zu farmen? Ach ja, warte, das habe ich ja auf GVMP auch gemacht. Jungs, wir reisen zusammen ein. Wir bestehen da drauf, okay? Wir müssen alle zusammen darauf bestehen, dass wir zusammen einreisen. Ja, schön, ne? Da stehen wir wohl, ne? Wir könnten uns natürlich auch probieren, umzurotzen und dann kurz warten, weil bei den meisten kommst du dann automatisch raus. Ah, gut, alles klar, machen wir so. Shakes. Ich meine, Herr Fuchs, Sie sind der Erste. Herr Fuchs, wie lange müssen Sie warten? Ich kann Rettungskräfte alarmieren. Mach mal. Hä, wer hat denn hier oben geklatscht? Warum liegt er hier? Hallo, herzlich willkommen im Legends V Support. Oh. Ein Supporter wurde soeben benachrichtigt. Oho. Bitte habe einen kurzen Augenblick Geduld. Ohohoho. Alright. Guten Tag. Ach Gott. Das sind 12-jähriger Supporter. Guten Tag. Ja, ich stehe hier mit anderen Menschen am Airport. Und wir würden gerne einreisen. Ach, ist gerade niemand bei der Einreise oder was? Nein. Dann mache ich das. Ich bin sofort bei Ihnen, okay? Perfekt, danke. 20 Minuten später. Moin. Guten Tag, der Herr. Der ist hier eben vom Stuhl gefallen. Können Sie dem... Seid mal ehrlich, Jungs. Ja. Ich wäre mir da mal nicht so sicher, der... Nee, der ist wirklich vom Stuhl gefallen. Ein bisschen sass, Jungs. Ich meine, Sie können ihn ja fragen. Fragen Sie ihn. 3, 4... Was ist Ihnen genau widerfahren? Ja, Sie wissen ja, das Wetter ist gerade ziemlich heiß. Ich habe recht wenig getrunken und bin dann... Mir war schwindelig und ich bin vom Stuhl gefallen. Kompliziert, das Drecksystem funktioniert hier wieder nicht. Ich könnte kotzen. Ich wollte noch mal kurz klarstellen, dass das hier sehr gläubig ist, der Staat, ne? Mhm. Hier werden Bibelverstöße oder Sache, die gegen Jesus Gebote verstoßen, natürlich hart bestraft. Ist der Islam hier nicht so vertreten? Doch, eben schon. Dieser Staat respektiert alle Religionen, aber wird auch gegen alle Verstöße, gegen die Bibel, den Koran oder ähnliches hart vorgehen. Also ich bin ready für den ersten Kreuzzug, sobald wir hier raus sind. Nicht gut. Wie gesagt, ich bitte Sie hier keine Scheiße zu bauen. Keine Sorge. bringen Sie uns zum Würfelpark. Oh, perfekt. Ui. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Wagen. Ja, wir brauchen ein Auto. Illegale Aktivität, vermutlich Waffen- und Drogenhandel in der Midnight Hood. Ja, natürlich haben sie nichts dabei. Was ist Midnight Hood? Darf ich eine Runde drehen? Antwortest du mir und nicht, Sie? Ey, das ist mein Auto. Ja, sie haben doch gerade nichts gesagt. Ich habe ja gefragt, sie haben nichts gesagt. Was denn? Ob ich eine Runde fahren darf. Ich bringe den sofort wieder. Ich fahre eine Runde um den Würfelpark. Okay. Super, steig ein. Ich fahre auf gar keinen Fall um den Würfelpark. Oh, scheiße.
So schnell kann's gehen. Von gar nichts zum Erachten. Ich hab doch gefragt, er hat gesagt ja. Ah! Ey, mein Gott, meine Finger sind so schwitzerig. Da ist er, schnell. Nimm ihn. Los! Nein, komm, wir bringen den jetzt zurück und sagen so, ah, war eine schöne Runde. Moin! Junge, gib mein Erst wieder! Ja, hier, bitteschön, war eine schöne Runde. Ah! Junge, die war ein bisschen lange, macht Spaß, für den Würfelpark, Alter! Bitteschön, das war ein großer Würfelpark, ja. Das ist der einzigste Würfelpark! Hä, nein, kennst du nicht den zweiten Würfelpark? Nein. Ja, doch, klar. Warte, ich fahr nochmal. Also jetzt behalte ich den auch. Jetzt behalte ich den, Herr 8. Das ist jetzt meiner. Und jedes Mal hat er zu ihm. Ah! Ah! Officer! Was war... Officer, das geht nicht! Och Mann, Officer, was haben Sie... Gucken Sie sich den mal an, den Wagen. Der will mich tasern. Warum zieht er den Taser? Digga, warum will der mich jetzt sofort tasern? Was hat er denn? Und dann versuche ich den umzulackieren. Weil, ist er jetzt mein Besitz? Offensichtlich. Da stehen Polizisten. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum stehen da Cops? Nee. Nein. Die haben da gewartet auf mich. Die da gewartet? Herr Winkler, guten Tag. Herr Winkler, wir haben ein... Ach! Wir haben ein Fahrzeug gefunden. Wart ihr das? Wir haben ein Fahrzeug gefunden, ja. Ja. Ja, ich hab Angst gehabt. Ich hab gedacht so, ey, scheiße, die warten auf mich. Also, bis gleich, Kollege. Moin. Das ist nicht dein Auto. Doch. Ja, eigentlich... Ich war auf der Suche nach dem Jungen. Keine Ahnung. Ich glaube, ist der vielleicht gebannt worden? Oder? Nein, der wurde mit den Bobillen mitgenommen, glaube ich. Ja, der hat diskutiert und es gab einen Haftbefehl gegen den. Dann kamst du vorbei, hast nochmal mit dem Wagen geprahlt, dann hat er rumgeheult. Dann haben die Cops gesagt, mag ja sein, dass ihr Fahrzeug gestohlen ist, aber es liegt wegen. Ja, richtig. Wisst ihr, ob der ins SG gekommen ist oder ins PD? Ich glaube, ins PD. Okay, dann parke ich jetzt den R8 irgendwo in der Gosse und dann gucke ich mal, ob ich den besuchen gehen darf. Guten Morgen. Cops. Hier ist jemand mit einer Langwaffe. Aua, ich werde geschlagen. Cops. Entschuldigung. Hallo. Kundschaft. Zahlende Kunden. Officer. Wir müssen auch reinkommen. Ist zu. Ist abgeschlossen. Officer. So, hallo. Was möchten Sie? Mein Cousin ist wohl inhaftiert worden. Ah. Ist der hier inhaftiert? Ist der hier inhaftiert? Können wir den vielleicht kurz besuchen? Nur gucken? Nein. Wir wollen nur gucken, ob es dem gut geht. Nein. Gibt es Besuchszeiten? Nein. Aber der darf doch mindestens eine Person sehen. Sein Anwalt? Nein. Haben Sie einen Anwaltsschein? Nein. Warum sind Sie so frech? Ich will den nur besuchen. Ich will nur gucken, ob es ihm gut geht. Danach bin ich wieder weg. Erstens, ich bin nicht frech. Zweitens bin ich der Chief hier. Sie sprechen gerade mit dem Chef hier. Ja, ich merke es. Dann heißt es nein. Sie können mit ihm sprechen, wenn er entlassen wird. Wann wird er entlassen? Das sollte eigentlich demnächst doch passieren. Ja. Der ist schon längst entlassen. Der ist vor der Tür gewesen. Vor der Tür? Alles klar, dankeschön. Morgan. Ah, Cousin. Cousin? Meinst du es jetzt mal ernst? Warum klaut ihr dein Audi? Wer? Ihr. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin gelaufen. Und hallo, Cousin? Wenn der Typ sagt, Junge, check. Hat er keinen eigenen Mund oder warum musst du für den reden? Jetzt, also. Der ist gerade im Kopf. Okay, dann warten wir. Nee, er klärt es doch für sich selber oder bist du sein Daddy? Der Bodyguard. So siehst du nicht aus. Pass auf, wie du mit mir redest. Ich habe schon einiges hinter mir und das ist das kleinere Übel. Entweder entschuldige ich euch bei dem Typen oder... Nur das soll er mir selber sagen. Hände hoch. Entweder entschuldige ich euch bei dem Typen. Okay. Na gut, wir sehen uns, okay? Ja, alles gut? Alles gut? Ja, wir werden uns sehen. Inshallah. Heide. Tschüss. Oh, schade. Hey, schließ mal Auto auf, bitte. Nein. Schließ mal Auto auf oder du stirbst. Auto auf jetzt. Auto auf. Wo ist denn die Waffe? Da ist die Waffe. Mach Auto auf. Nein, wenn du einsteigst, wirst du sterben. Wenn du einsteigst, stirbst du. Darf ich noch meinen Rucksack raus? Schön gemacht. Wir sehen uns. Tschüss. Wo ist denn die Waffe? Wer schießt denn da mit einer MP? Warte mal, wo ist er hin? Hä? Ach so. Ah, ja. Ja, genau. Einfach da aufgetaucht. Die sind schon die ganze Zeit hier gewesen, ne? Na ne, ist klar. Aber die wissen, was die da machen, so.
Aber ich mag Polizei nicht. Auch hier kann ich kein Reparaturkästchen kaufen. Auch Officer, warum wird mir gesagt, dass man hier nicht mal einen Reparaturkasten kaufen kann? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe gerade eben alle Reifen verloren. Können Sie mir vielleicht irgendwie Unterstützung? So können Sie auf jeden Fall nicht mal weiterfahren. Nee, klar. Ich bin ja auf die Bremse getreten und habe den rollen lassen bis hierhin. Aber Dankeschön, ne? Tschüss. Genauso erpeht man. Ey, Junge, das... Der Tobi ist der Geil. Tobi, einsteigen. Tobi. Glaubst du, Tobi ist eingestiegen? Nein. Das gibt Problem. Der ist noch da, guck mal. Ist immer noch da. Tobi, bist du eingestiegen? Tobi. PD, bitte droppen Sie einen Schusscall auf diesen R. Omega Lul. Oh, es ist herrlich. Weißt du, was wir machen? Wir verstecken den jetzt und dann gehen wir zu Fuß zu dem. Oh, der ist abgeschlossen. Respektabel. Hi, ich bin eben eingereist. Ja. Ich kenn dich doch, du klopfst doch hier die ganze Zeit aus. Nein, ich bin zu Fuß unterwegs. Wie kann gehen? Ich lade Sie auf eine Shisha ein. Kommen Sie mit? Ja, alles klar. Wir gehen ins Shisha rauchen, ja? Ja, wir gehen jetzt Shisha rauchen. Wir gehen nur Shisha rauchen. Komm mit. Ja, ich stehe ja hier. Ich bleibe hier stehen. Ja, hier. Wir reden jetzt in der Shisha rauchen. So. Jetzt können wir hier zivilisiert reden. Also, was soll das? Waffe runter, Officer. Officer, der bedroht mich. Officer, warum fesselt er mich? Ja, dann rennt sie aber. Also, solange ich gefesselt bin, sage ich kein Wort mehr. Ah, schon viel besser. Dankeschön. Was soll das? Was soll was? Ja, sie haben Autos geklaut. Ich habe kein Auto geklaut. Warum, woher kennen Sie mich? Tschüss. Die halten mir eine Waffe an den Kopf. Officer, ich möchte nicht. Officer, ich möchte nicht. Nee, ich will nicht. Officer, können Sie mir bitte helfen? Officer, Hilfe. Officer, helfen Sie mir bitte. Hilfe, bitte. Ist kein Ding, wir können auch kurz joggen gehen, ne? Wir gehen kurz joggen, ja? Wir gehen kurz joggen, alles gut. Warum schießt du? Hallo. Du darfst mich nicht töten, was soll das? Warum schießen sie mich? Alle? Bedrohung? Ich hab mich geschützt. Er hat gedroht, das hat er gehört. Er hat gedroht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's halt nicht. Ich hab den kleinen Pisser mies umgefickt. Wollen Sie den nicht festnehmen? Der hat mich. Wollen Sie den nicht irgendwie. Können wir offen reden oder soll ich. Also, der hat mich umgerotzt. Der hat mich einfach umgerotzt, Digga. Und ihr lasst den laufen. Was seid ihr für eine Staffel? Also, ich hab ihn doch verwarnt gehabt. Oh, Verwarnung, sehr gut. Ja, ihr seid echt maximal inkompetent, ne? Komm, wir laufen zum R8. Das ist doch abgeschlossen. Was soll ich denn da klauen? Das Ding ist zu. Frau Officer, tasern Sie ihn jetzt bitte weg. Bitte nicht nochmal hoch, dann bleib stehen. Wollt ihr mich vielleicht... Also, was soll das? Mir wird hier dauerhaft eine Waffe an den Kopf gehalten und Sie verfolgen mich jetzt? Ja, Pech gehabt. Du scheiß Autodieb. Warte, wie alt bist du? 9? Oh, nicht getroffen. Manuel. Stopp. Hören Sie auf. Was soll das? Hören Sie auf, was soll das? Wenn du weiter rennst, ich schieße dich nicht. Hast du verstanden? Das ist ein Rotz, Digga. Frau Officer, ich bin mir sicher, Sie fliegen aus dem PD, wenn Sie dieses Verhalten nicht ändern. Sie können doch nicht mit der Mafia zusammenarbeiten. Das geht nicht. Nein, du bist ein Hurensohn. Schieß doch, du Hurensohn. Ich schieß gleich auf dich, wenn du nicht stehen bleibst. Leg die Waffe weg! Was ist mit dir? Hast du ADS oder so? Hör auf. Ja, schieß den Manuel. Schieß doch, Manuel, schieß. Nee, bleib stehen, du Arschloch. Nö, ich will nicht. L5M in a nutshell, Jungs. Manuel, die schießen! Junge, du, bleib stehen, du Asi! Hast du eigentlich einen Behindertenausweis, du in Weiß? Hast du einen Hurensohnausweis? Nein. Hast du einen Behindertenausweis? Hey Jungs, könnt ihr den nicht mal kurz irgendwie umfetzen oder so? Guck mal, ihr seid doch schon zu zweit. Wir schilden dich die ganze Zeit vor den Taser.
Wir schilden dich die ganze Zeit vor den Thesen. Ey, hallo? Einfach eine Knarre rausgeholt. Manuel, schieß den, Junge! Manuel, schieß... Alter, der bringt mich halt echt um, ne? Du Hurensohn! Ey! Was denkst du, wer du bist? Dass du hier fremde Leute taserst? Manuel! Hurensohn! Da bin ich wohl wieder mal gestorben. Oh, guten Morgen. Gucken Sie mal. Die laufen weg. Gucken Sie mal, die laufen schon weg. Ich will mal gerne wissen, was hier jetzt passiert. Ja, ich auch. Da wird nicht viel passieren. Die diskutieren. Er ist Donator und nichts passiert. Der erzählt dem irgendeinen Bullshit jetzt. Irgendeinen Scheiß. Der hat mich durch die ganze Stadt verfolgt. Mit Cops. Die Tusse da. Die Tusse vom PD. Der von den Kollegen hier, der hat zweimal geschossen. Hat Luna auch erlaubt. Bitte was? Nee. Hol mal Luna. Hol mal Luna. Hol Luna. Luna hat gesagt, steck die Waffen weg. So, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, du warst Berkan. Geht mal bitte 10 Meter von dem Kind weg. Bitte entfernt euch 10 Meter. Entschuldigung. Sorry, mein Keyboard war gerade ein bisschen scheiße gelaufen, Kollege, oder? Lasch, Ding oder ich schieß auf dich. Jeder braucht Freude, ich wurde heute 10-mal überfahren. Du bist auch nicht der kompetenteste Cop, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist nicht besonders gut in deinem Job. Ich hab keinen Bock mehr, Alter, weil ihr macht einfach alle... Guck mal, der ist einfach kein... Dann werd doch Medic. Werd doch einfach Medic. Bro, Alter, mich fuckt es langsam ab. Das ist mir scheißegal, das ist nicht mein Problem. Drecks... Kack R8 hier reingerammt wie ein Besoffener und jetzt sagst du, dein Keyboard ist kaputt. Was ist ein Keyboard, ist... der her? Oh, nicht schon wieder. Nein, hier. Digga, mir ist das jetzt gerade wurscht. Kann mich einer carryen und dann wegfahren? Geht das? Fahr. Hey, Alter, so schlecht. Oh, so schlecht, Digga. Das ist all die Schnöß, er ist ein bisschen frech, oder? Muss man die Kammer nicht töten und dann bist du nicht mehr gefesselt? Ja, dann box mich um. Country Road, take me home. You fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Ja, dann trag mich halt einfach noch, trag mich halt zum MD oder so. Mein Kollege wurde überfahren. Oh. Guten Abend, geht Ihnen gut. Vielen Dank, ja. Wollt ihr mich verarschen, oder? Was soll die Scheiße? Oh. Ich hab einfach keinen Bock mehr, Alter. Was soll denn die Kacke? Warum rennt ihr mit dem festen Kerl weg? Seid ihr denn dumm? Was ist denn los? Was ist denn jetzt los? Digga, nein, Alter. Hä, sie haben mich doch umgefahren. Was soll das? Ich hab sie nicht umgefahren. Wer hat mich umgefahren? Sie haben mich eben umgefahren. Hä, das ergibt gar keinen Sinn, was Sie hier erzählen. Herr Kollege, bitte beruhigen Sie sich. Herr Kollege, können Sie mich jetzt einfach bitte weiter mein Leben leben lassen? Ich wollte jetzt einfach nur weitergehen. Drehen Sie sich jetzt bitte um. Hä? Ja, aber wieso? Ich habe Sie haben keinen Grund dafür. Nee. Nein, haben Sie nicht? Nee, ich gehe jetzt. Tschüss. Nein. Da ganz einfach, machen wir es halt so, wenn Sie nicht hören wollen. Ganz einfach, ich gebe jetzt einfach deinen ganzen Strafenpunkt aus Ende. Okay. Dein Pipi-Mann wird dadurch auch nicht größer. Ich bin nicht ums Leben gekommen, also weiß ich noch alles, ne? Ich bin gleich wieder da, ich muss kurz schnell schlafen. Besser so. Kommen Sie am besten mit ein bisschen mehr IQ wieder, danke. Ja, ist okay. 2 Stunden später. Kein Suppenmitarbeiter mich irgendwie... So, und was? Digga, was magst du? Ich hab... Scheiße, Digga, du bleibst da ganz einfach. Nein, du kriegst jetzt deine fucking Hafteinheiten. Tschüss. Du hast kommst du nicht weg. Ups, hoppla. Oh nein. Oh nein, Hafteinheiten. Ja. Hafteinheiten. Oh nein, was mache ich denn nun? Oh nein, das ist ja schlimm. Hey, Officer. Hey, das ist die Dienstnummer. 19? Der Diebstahl eines Fahrzeuges sind schon mal 60 Hafteinheiten. Dann haben wir noch schwere Körperverletzungen. Dann haben wir ganz merde Leute. Ja, sie haben halt einen umgefahren, ne? Der ist dann halt dabei gestorben, ne? Kann ich eigentlich ins SG kommen oder kommen nur Schwerverbrecher hin? Komme ich jetzt ins SG, ja oder nein? Ja, sie kommen auch ins SG. Muss ich noch was tun, um meine Haftzeit zu erhöhen? 290 Hafteinheiten. Kann ich noch was tun? Kann noch einen von uns irgendwie schlagen, wenn wir das hinkriegen oder zur Flucht versuchen? Einen Moment, ja? Können Sie gerade, ich muss kurz den Kopf. Muss gerade den Kopf. Eine Sekunde, ja? Ich will jetzt sofort ins SG. Ich will ins SG. Jetzt. Sofort. Komm gleich kostenlos ins SG. Müssen wir den Kollegen jetzt nachfahren? Ja. Na. Ich will jetzt sofort
ins SG. Du ja, Hund. Komm, wir müssen aber da vorne mal tanken gehen. Ne? Nein. Eine Sekunde. Stopp. Moment. Ich habe gerade miese Kopfschmerzen. Ich muss kurz schlafen gehen. Ist mir egal. Nein, wenn du schlafen gehst, dann... Nein. Ja, halt doch einfach kurz an, dann kann ich schlafen gehen, dann komme ich wieder und dann geht das. Ja, kannst du dann... Halt an und dann komme ich wieder, dann kannst du mich wieder ins Auto stecken. Ey, ich schwöre drauf, wenn du nicht herkommst, ne? Ja. Ja, dann geh kurz. Ja, aber du musst mich aus dem Auto nehmen, deswegen. Junge, du kannst auch so einfach schlafen gehen, hallo? Nein, weil dann lande ich im Boden. Ja, Alter, macht solche Probleme, echt. Ich erzähle ihm nur Lügen, ne? Ich erzähle ihm nur Lügen. Ne? Ich weiß deinen scheiß Namen. Ja, ich lande im Boden, wenn ich gefesselt hier, das geht halt nicht. Ich kenn diese... Ja, dann gehen sie doch jetzt einfach, so. Tschüss! Die haben nichts drauf, gar nichts. Ich fahr jetzt wieder zum PD und guck mal, ob er noch da ist. Moin, ich geb auf, ich geb denen aber die Karre. Ich bin guter, ich bin... Ja, okay, ist ja, ja, ist gut, ist okay. Ja, ist gut, beruhig dich. Sag du Keck, Alter. Tschüss. Nee, ich will nicht. Nein, stopp. Bleib jetzt da. Ich möchte nicht. Blind. Mir reicht das jetzt nicht. Er ist eliminiert. Also hat es die Situation gepasst, dass er mit meinem Auto wegfahren darf? Ja, das hat zur Situation gepasst. Ah, da kann ja jemand auf Boden reden. Das ist ganz komische Sache. Ich bin doch... Hey, ich bin doch zu dir zurückgekommen mit dem Auto. Bin ja sogar angehalten. Hey, stopp. Hallo, beruhig dich. twitch.tv/cisco... 2411 twitch.tv/cisko 2411 Bye.